Dada Zürich. Kunst- und Kulturrevolte an der Limmat. 1916 eröffnen Emigranten das Cabaret Voltaire und begründen Dada. Um die Ecke wohnt ein Herr namens Lenin. Dada zertrümmert eine verlogene Welt und damit auch deren Sprache. Jolifanto, Baublau, Falibambla. Groschiga, Mfa, Habla, Orem. Egega Goramen. Higo bloiko rusula huyu holaka holala anlogo boom blago boom blago boom. Dada ist eine neue Kunstrichtung. Das kann man daran erkennen, dass bisher niemand etwas davon wusste und morgen ganz Zürich davon reden wird. In diesem Land der Rohköstler, Joghurt-Fanatiker, Konkubinatsschnüffler, in der freien Schweiz, die Friedrich Schiller besungen hat. In diesem Lande des Kropfs, der Seen und der landschaftlichen Schönheit, das von Alfieri als ein Abort und von Madame de Staël als ein Paradies bezeichnet wurde, wo die Kühe wie Menschen und die Menschen wie Kühe sind, in diesem Land, hier wurde eines Tages Dada geboren. Die Weltanschauung der freiesten Menschen, die dieser verfluchte Planet je hervorgebracht hat. Dada wurde eines Tages gegen Ende Februar 1916 in oben genannten Pferdestall in der Weise geboren, dass ich mit Ball dies bedeutsame Wort in einem deutsch-französischen Diktionär entdeckte, wo es Holzpferdchen bedeutete. Die Frage, wo kommt der Begriff Dada her, war ja für die auch ein großes Geheimnis und ein Feuerwerk der Verrätselung. Ja? Kam das nun von dem Begriff Steckenpferdchen, weil die einen gesoffen hatten und dann haben sie im Lexikon geblättert und da steht, was steht da? Da steht Dada und das ist es jetzt. Ja? Oder wie Zara sagte, er sitzt in der Kneipe und ein Mörder rennt durchs Lokal, die Polizei hinterher und wo ist der Mörder? Ja, der ist zwar da rausgerannt, aber Zara, so schreibt er, ist er da, ne? Ist er rausgerannt und ja, die machen viel Hokuspokus auch. Die Schlechtereien des Ersten Weltkriegs waren in vollem Gang, als sich in der vom Krieg verschonten Zürcher Idylle junge Emigranten trafen, um sich den schönen Künsten hinzugeben. Unter ihnen aus München kommend Hugo Ball und Emmy Hennings. Als Pianist und Diseuse traten sie im Varieté-Ensemble Maxim auf, bis sie im Februar 1916 zusammen mit Hans Arp, Tristan Zara und Marcel Janko an der Spiegelgasse in der Zürcher Altstadt das Cabaret Voltaire eröffneten und Dada begründeten. Die Wände sollen schwarz gewesen sein, die Decke blau, die Bestuhlung klassisches Cabaret, also so Plüschpolster und so weiter. Und das Einzige, was tatsächlich jetzt heute noch von damals da ist, ist diese Säule da. Also das ist wahrscheinlich der einzige wahre Zeuge von damals. Das Bild von Marcel Janko, das haben wir hier quasi als eine Reproduktion der Fotografie in Schwarz-Weiß. Und darauf hat dann Marcel Janko auch alle Leute identifiziert. Es steht auch auf dem Bild selbst, sieht man auch hinten drauf, wer wo ist. Also man hat hier Hugo Ball am Klavier, Tristan Zara, hier steht Hände ringend. Dann haben wir Hans Arp, Richard Hülsenbeck, dann dahinter Marcel Janko, hier Emmy Hennings und das ist Friedrich Glauser, der damals auch so ein bisschen als Dada-Kassier bezeichnet wurde. Und dann gibt es natürlich noch Spekulationen, dass der Nachbar des Cabaret Voltaires Lenin ist, der hier mit dem Finger hoch zeigt. Und Lenin ist ja auch immer wieder hier gewesen, auch verkleidet, wie Sophie Täuber-Arp. Und man wusste natürlich nicht, dass es Lenin ist, weil er sich ja nicht als Lenin quasi geoutet hat. Und erst später dann haben zum Beispiel Marcel Janko, aber auch Hugo Ball, irgendwie 5, 10 Jahre später haben sie dann gemerkt, dass halt Lenin eben auch dabei gewesen ist. Und da gibt es halt auch verschiedene Aussagen. Also Janko sagt dann, er sei jeden Abend da gewesen, hätte mitdiskutiert und über Sozialismus und so. Er hatte zur gleichen Zeit über den Imperialismus hier die Straße hochgeschrieben. Und andere Leute wie Walter Mehring, der selbst gar nicht da war, der sagte, dass
Dank Lenin mussten sie eigentlich raus, weil Lenin sich wegen des Lärms beschwert hat. Ich weiß nicht, ob man es bis da oben gehört hat, aber so gibt es halt verschiedene Geschichten über Lenin. Vor wenigen Jahren wurde das Cabaret Voltaire wieder eröffnet. Von anderen Zürcher Kulturinstitutionen will es sich unterscheiden durch, Zitat Eigenwerbung, seinen alltagsnahen, ins Stadtleben eingreifenden Kulturbegriff, durch die gegenseitige Durchdringung von Kunst und Wissenschaft, von historischer Bezugnahme und aktueller Intervention. Wosso, Fataka, ü, Champavulla, Wusha, Olobo, hey, Tata Gorem, Eschige Zumbada, Wulubu, Subudu, Ulubu, Subudu, Tumba, Paumf, Kusa, Gauma, Paumf, Paumf. Das Kabarett als Aufführungsform ist eine moderne Form des Karnevals, der verkehrten Welt, wo Triebhaftes zum Vorschein kommt, wo eine Ausgelassenheit, für die man zwar bezahlt, aber die doch außerhalb des Gesetzes stehen kann, zumindest anrüchig war, wie man von den Polizeiberichten in Zürich damals weiß, schickten die Spitzli her, um sich anzusehen, was diese Kokotten und diese leichten Mädchen und diese seltsamen Dichter machen. Also das Kabarett an sich ist eine Form des Anarchistischen und des Subversiven, also ein gewisser karnevalistischer Aspekt. Auf der anderen Seite Voltaire, eigentlich das genaue Gegenteil davon, der scharfzüngige Rationalist, derjenige, der die Fackel der Aufklärung hochhält, derjenige, der also auf leicht parodistische Art, das ist wahrscheinlich das Bindeglied, seinen Kandid als Optimisten durch die Welt schreiten lässt, damit aber auch eine Gesellschaft- und Zivilisationskritik betreibt, die Dada in diesem Maße unter dem Mäntelchen des Narren und des Schelms dann auch offen in die Welt gesetzt hat und das mit aller Schärfe und aller Provokation dann auch betrieben hat. Wenn jetzt Hugo Ball ein Lautgedicht vorträgt oder Tristan Tzara seine neuesten Theorien über abstrakte Kunst oder in dem Sinne vielleicht auch eher Hans Arp, dann war das Publikum, das hier war, die waren ja nicht hier, um einen Vortrag über Kunst zu hören. Die kamen ja wegen Tänzerinnen und Striptease oder was auch immer, um sich zu betrinken vor allem. Und dann war das Publikum natürlich aufgebracht, weil sie irgendwie einen Vortrag über Kunst anhören mussten, den sie nicht verstanden haben, oder Lautgedichte, was ja damals nur Unsinn war. Und dann gab es halt immer wieder diese Momente, wo man halt mit, ich sage jetzt mal, Volksliedern oder einem Balalaika-Orchester oder Emmy Hennings, die süße Lieder sang und so eigentlich das Publikum wieder in Schach gehalten hat. Sie sind also in diese fremde bürgerliche Welt hineingetreten, haben Kabarett gemacht und die dachten, die Zuschauer, ja, die werden so jetzt ein paar hübsche Liedchen singen, und so hat es auch mal angefangen, ein bisschen Musik klimpern, vielleicht sogar was Klassisches, Schubert oder Schumann und so, und die saßen da gemütlich, Bier trinkend, und irgendwie einer Dame wippte wahrscheinlich noch ein Vergissmeinnicht auf dem Hut, und plötzlich sind die dann aufgetreten und haben halt ein Lautgedicht vorgetragen, also diese Sprache zerschlagen, die in Europa eben vom Krieg eigentlich schon verwüstet war. Und sie sagten, wir wollen in dieser Sprache nicht mehr reden. Emmy Hennings hatte großen Erfolg im Kabarett mit einem Lied, wo sie sagt eben, wir leben da zu Kaisers Gnaden und wir sterben für Kaisers Gnaden. Und die Leute haben dann noch brav applaudiert, weil letztlich waren sich auch die Schweizer einig, Krieg ist was Schlimmes, Krieg ist was Böses, da ist man dagegen, da singt man dagegen. Aber diesen Krieg, diese Kriegsgegnerschaft ist dann eben gekippt in etwas, wo sie sozusagen mit sich selber Krieg führten. Sie wurden sich selber zu einem Schlachtfeld, und die Sprache, in der sie gegen den Krieg protestierten, die funktioniert nicht. Man kann in dieser bürgerlich besetzten Sprache gar nicht mehr gegen diesen bürgerlichen internationalen Krieg und gegen das Kapital protestieren, sondern man muss die Sprache selber zerschlagen. Jolifanto Bambla o Falli Bambla. Grossiga mpfa, abla, orem. Egiga goramem. Iga bloiko rusula huyu. Olaka holala. Anyogo bung. Blago bung. Blago bung.
Bosso Fataka. Ü. Ü, Ü, Ü. Champa Vulla Vussa Olobo. Hei Tata Gorem. Eschige Zunbada. Vuludu. Zubudu Uluf. Zubudu Tumba Ba Umpf. Kusa Gauma Ba Umpf. Herr Hugo, wann ist er da als Priester aufgetreten an einem Abend so in einem Pappkarton, nicht so als, wie soll man sagen, eigentlich als WC-Rolle des Abendlandes, ja. Nicht? Der jetzt dieses große Lautgedicht Gadi Beri Bamba Blimbla Blumba gesprochen hat. Und er beschreibt da, wie er also in dieser Pappröhre sozusagen als Priester. Soll man sagen? Ja, als Priester, aber auch irgendwie als Schilfröhre, ja. Durch die der Wind des Geistes pfeift und irgendwie so Töne entlockt. Also er wird da selber so zur Baudelaire'schen Schilfröhre, die aus sich selber spricht. Und er macht also dieses Lautgedicht und sagt, es sei dabei in einer Art, in eine Litanei, ja, verfallen, in eine Kindheitserinnerung eines Priesters, der eigentlich vor der Gemeinde predigt, und es haben so urchristliche Töne aus ihm heraufgekommen, und er wurde dann ja schweißnass als Pappröhre von der Bühne getragen und hinten in die Versenkung gelegt. Gaji beribimba glandriri lauli lonni kadori gadiama bimberi glassala glandriri glassala tuffen itzi bravim blassa galassasa. Auch in der Sinnlosigkeit noch schaffen wir Sinn. Wir können überhaupt nicht anders. Und diese Struktur, die hat dann eine ungeheure Kraft. Wir sind gar nicht fähig, sinnlos zu sprechen, wenn wir noch wollen. Und das hat wirklich viele aufgewühlt. Die Zuschauer waren ja davon dermaßen eingenommen auch oder auch entsetzt, weil sie das buchstäblich aufgerüttelt hat, dass das so möglich ist. Und es hat auch gewisse Wurzeln in dem sogenannten Zungenreden, das die frühen Christen ja auch gemacht haben sollen, dass wo in dem einfach drauf loslanden plötzlich Geistesmomente für alle sich auftaten, die alle dann verstanden, ohne es zu verstehen. Und das war das Extreme, dass sie dieses Cabaret Voltaire als eigentlich klassisches Cabaret gegründet haben und dachten, na ja, wir machen in diesem Cabaret ein bisschen politisches Cabaret, wir sind gegen den Krieg. Nicht? Das war diese erste Stufe einer Dada-Dialektik, wo sie sagten, gut, wir machen jetzt diesen Protest gegen den Krieg. Und da kippt er dann später in einen Protest gegen die Kultur selbst und dann am Schluss in einen Protest gegen sich selber, gegen sich selber als Kulturvermittler. Es kam dann zur totalen Selbstauslöschung. Im Moment, wo Dada sich seiner selbst bewusst war und sozusagen zu einem Kulturmarketingnamen schon geworden ist, war Dada bereits tot. Und vorher gab es einfach so eine kurze Schrecksekunde der totalen Unschuld im Cabaret Voltaire, als Dada gestreift wurde. Man kann gar nicht sagen erfunden. Sie haben eigentlich den Geist von Dada kurz gestreift, als Dada getauft, und haben dann sehr schnell eingesehen, dass Dadaismus eine Lakritzensoße ist, wie Ball sagte. Und oder dass es völlig unmöglich ist, diesen Geist aufrechtzuerhalten. Ja. Weil die Bewegung selbst schon zeigt, dass alles, was man an Konventionen über Bord werfen will, wieder zur neuen Konvention wird. Und wenn du sagst, wir wollen keine Definition, wird auch das zur neuen Definition. Und dem konnten sie nicht entrinnen. Sie wollten keine Epoche und haben erst recht eine Epoche damit geschaffen. Früher kam man ja hier nicht rein, weil das ein Nachtclub war. Und ich habe mir das immer eher größer vorgestellt. Das ist eine Art von Moulin Rouge, also mit großer Bühne, 200 Leuten, die Platz haben. Und dass hier diese Enge ist etwas Verräterisches, weil es das Improvisierte zeigt, weil es das Kleine zeigt. Diese Gruppenanstrengung, die sie erst nach und nach entwickelt hat, das zeigt hier den Kern und zeigt das auch auf eine sehr menschliche Art und Weise. Also nicht als eine Bühnenproduktion von vornherein, sondern ein paar Künstler, die sich hier treffen, sich im Exil befinden und versuchen, mit ihren Mitteln irgendetwas zu verdienen, sich die Zeit zu vertreiben und eine neue Art von Kunst zu betreiben. In der Schweiz gab es keinen Mangel. Man lebte in einer reichlichen Mittelmäßigkeit, mit dem Gestus des zufriedenen Zuschauers, der sieht, wie die Wut des Stierkampfes
vor seinem gut gezimmerten Sessel ausgetragen wird. In den Zürcher Restaurants zogen die Bürger, deren Gesäße über die Stuhlränder quollen, nach Altschweizer Sitte das Messer durch den Mund und im Hohen Bundesrat der Versammlung, der ausgesuchtesten Schildbürger der ganzen Welt, gebrauchte man den Krieg als Popanz, der die Peristaltik der Därme anregt. Und wenn man dann natürlich während des Krieges in so einem Café sitzt, ist immer die Frage, wo sitzen eigentlich die Spione? Die französischen, englischen Spione, die Kriegsspione, aber vor allem halt die moralischen Spione. Und die moralischen Spione saßen natürlich eben in diesem Café Odeon an ihren Tischen und haben da diese Bohemia, die vor dem Odeon manchmal so Turnerpyramiden aufstellten, betrachtet. Und ich denke, die Kellner und alle Leute haben da nicht zur Kenntnis genommen, dass hier ein literaturhistorisch, kunsthistorischer Epochenschritt vollzogen wird. Man weiß zum Beispiel von den Dadaisten in Zürich, dass sie zuerst im Café Terrasse waren und dann haben sie gefunden, die Kellner verdienen zu wenig Geld und sind sozusagen aus Protest mit einem Kellnerstreik dann exterritorialisiert worden und haben das Café Terrasse gewechselt und sind ins Odeon gegangen. Walter Serner, der aus Deutschland kam, sagt sofort, als er in Zürich ankommt, das Odeon dampft vor Literatur. Und wenn man daran denkt, dass Zara untertags in die Bibliothek der Universität geht, dort die anthropologischen Zeitschriften studiert, wo dann irgendwelche Negergedichte oder Gedichte von Aborigines aus Australien abgedruckt sind, als anthropologische Arbeit, und er das findet, ins Französische übersetzt und dann aus Nalla Kintilawira, deutsche Übersetzung, hier Zweigspitzen gewiss, Nalla Tnatna Lawira, hier mit Spreu vermischter Samen gewiss, das dann auf Französisch umformt, um Chanson du Kakadu draus zu machen, das mit seinem Namen zu firmieren und hier vorzutragen, da in etwa, wo der Kamin stand für ein Publikum von 20, 30 Leuten, die hier ein bisschen den eher sauren Schweizer Wein trinken und die dann plötzlich hören, ici Pointe de Branche certainement, ici des grands mêlés à la balle certainement, sur la place sérieuse le posé, des amas y posé, dann hat das einen Charme, den ich weiter sympathischer finde als jede Art von Ismus, weil es sowas Natürliches hat. Sie haben gemerkt, dass eigentlich diese ganze Kultur, die jetzt im Ersten Weltkrieg gegipfelt hat, zerschlagen werden muss. Zunächst dachten Sie, wir können das machen, indem wir uns im Rahmen der gängigen Avantgarde bewegen, der vorgestrigen Avantgarde, ein bisschen so symbolistische Musik und so, ein bisschen symbolistische Dichter, so Sachen, die ein bisschen den wahren streifen, aber auch nicht zu viel. Dann könnten wir sogar Richtung Kubismus gehen, nicht? Und sie sagten dann, ach, der Schweizer neigt mehr zum Jodeln als zum Kubismus. Oh, da sind die aber erschrocken, da die Schweizer Bürger, über diese kubistischen Masken und Bilder. Und das bringt es aber nicht, das ist ja auch immer noch Kunstproduktion gewesen. Und Sie wollten ja eigentlich auch über die extremste Avantgarde Ihrer Zeit hinaus, weil selbst die spielte ja schon auf dem Kunstmarkt eine kleine Rolle, aber immerhin, also sie wurde schon in Zeitschriften in Paris überall auch angefeindet, bejubelt und so. Das hat ja alles noch im Spiel mitgespielt. Walter Serner ist auch wieder so ein Beispiel. Das, was er mit Dada eingebracht hat, war die Figur des Rasta, des Hochstaplers, der aber letztlich abhängig ist von dem Wertesystem, das er dadurch porträtiert, dass er dadurch parodiert, dass er dadurch subversiv untergräbt. Aber ohne dieses Wertesystem, das einen Hochstapler entstehen lässt, sprich mit Zylinder und fein dinierend, dann halt die Rechnung schwänzend und abhauend, aber ohne dieses System gibt es keinen Hochstapler. Das heißt, der Hochstapler ist eigentlich nur der Abklatsch eines Systems, über das er sich ironisch lustig macht. Um einen Feuerball rast eine Kotkugel, auf der Damenseidenstrümpfe verkauft und Gauguins geschätzt werden.
Ein fürwahr überaus betrüblicher Aspekt, der aber immerhin ein wenig unterschiedlich ist. Seidenstrümpfe können begriffen werden, Gauguins nicht. Die 1000 Kleingehirn-Rasters embetantester Observanz, welche erigierten Bourgeois-Zeigefingern Feuilletonspaltern servieren, oh, pastoses Gepinkel, um Geldflüsse zu lockern, haben diese halb Verwahrlosungen angerichtet, die noch heute manche Dame zu kurz kommen lassen. Anders als Zara, der in der Gruppe sehr gut sich integrieren konnte, der Gruppenerlebnisse auch befördert hat, war Serner ein Einzelgänger. Und insofern ist für mich also Tristan Zara die interessanteste und die zentralste Figur, weil sie nach mehreren Seiten offen ist und diesen Gestus, diese existenzielle Haltung Dadas von Spontaneität, von hier ist ein bisschen der Wind, die Kunst ist aber nichts, wir sind gegen die Philosophie, aber wir wollen hier. Und also dieses Chaotische und Asketische, das Dada gleichzeitig ist, dieser Versuch, sich permanent in einem Seiltanz über dem Abgrund in der Waage zu halten, das hat Zara eigentlich am längsten ausgehalten. Die Kunst muss sich einer Operation unterziehen. Die Kunst ist eine Prätention, angewärmt bis zur Schüchternheit der Urinflasche, die im Atelier geborene Hysterie. Wir suchen die Kraft, die gerade, die reine, die nüchterne, die einzigartige. Wir suchen nichts. Wir suchen das Nichts. Wir bekräftigen die Vitalität jedes Moments, die Antiphilosophie der spontanen Akrobatik. Lied ist Kakadu. Nala Kintilauvira. Hier. Zweigspitzen gewiss Nala Tratnalauvira. Hier mit Spreu vermischte Samen gewiss. Ankuluka Arinop. Pinama, auf ausgehöhlten Platz hinlegen, Volur Vabolla Arnino Pinama, Haufen, Haufen, hinlegen. Kuyul Bakuya Arino Pinama, viele Haufen, hinlegen, Volur Bavolla Arino Yama, Haufen, Haufen, hinlegen. Volur Bavolla Arino Pinama, Haufen, Haufen hinlegen, Leo Baluya Arinopinama, große Haufen hinlegen. Tmarkupita Arinopinama, tiefe Haufen hinlegen, Ler Baluya Arinopinama, große Haufen hinlegen. Aber es war gleichzeitig auch ein sich exponieren auch mit aller Schärfe. Das heißt, sich den Buhrufen des Publikums auszusetzen, ist also ein Unterschied, ob man moderner Künstler ist, der dann weiß, das wird dann gut vermarktet und das ist ein gewisser Gestus, der steht mir dann gut an, oder ob ich dem mich dann wirklich ohne irgendeinen Hintergrund mich dem gegenüberstelle. Nach der Schließung des Cabaret Voltaire im Sommer 1916 finden Ausstellungen in der Galerie Dada im Sprünglehaus an der Bahnhofstraße statt und Dada-Soirées in Zürcher Zunfthäusern. Es wurde geschlossen, weil sie zu laut waren, angeblich. Und eine andere Version, die ich eher vermute, ist, dass sie einfach kein Geld mehr hatten. Weil sie mussten ja hier Miete bezahlen und über die Eintrittsgelder, die sie kassiert haben, konnten sie das Ganze nicht finanzieren. Und wahrscheinlich hatten sie auch irgendwann einfach genug. Also es war schon heftig, 4 Monate lang jeden Abend hier etwas zu machen. Was Zürich zu Dada beigetragen hat, hat also sicherlich weniger mit Positiven als mit Negativen zu tun, als mit einer Anti-Haltung, dass man hier auf einen Gegner stieß, der herausforderte. Und in diesem provinziellen Mief hier, ich meine, zum einen war es notgedrungen, dass man sich hier versammelte, neutraler Boden, da blieb einem nichts anderes übrig. Zürich auch als besser als Basel, das war zu nahe am Krieg und Genf war französisch, also hier, das war für die Deutschsprachigen das Zentrum. Gleichzeitig musste man sich über Wasser halten, man war sich also sein eigenes Publikum, was sicherlich auch ein Grund dafür war,
für das, was ich privat bei Dada sehr bewundert habe, nämlich, dass es ein Gruppenunternehmen war. Das Schreiben ist ja eine sehr einsame Geschichte, das Malen, das Musikmachen, wenn man komponiert auch. Dass das hier in der Gruppe möglich war, vom Gruppenauftritt bis zur Gruppenkomposition, ist etwas, das ich äußerst vermisse, eigentlich immer noch, weil es einfach lustiger ist, zusammen mit Gleichgesinnten etwas zu produzieren, als das anonym und solitär vor sich gehen zu lassen. Diese Zerschlagung von allen Krücken, mit denen wir leben, Denkkrücken, Sprachkrücken, hat natürlich auch zu einem kurzen Moment des Wahns bei Ihnen geführt. Und eben viele sind dann erschrocken und haben sich abgewendet oder gesagt, sie hätten da Sprachsalat gemacht. Wie Klaus, das ist natürlich eine Verharmlosung. Sie haben nicht Sprachsalat gemacht, sondern sie haben ein absolutes Schlachtfeld angerichtet und hinterlassen. Und die gesamte abendländisch-europäische Kunst zertrümmert. Gleichzeitig aber ist das, was Dada dann gemacht hat, nicht nur eine Bestandsaufnahme des Alten, sondern auch ein Vorgriff auf das, was uns heute hier im Ende des 20. und Anfang des 21. Jahrhunderts ausmacht. Das heißt, die gesamte Ästhetik der Videokunst, des Digitalen, findet sich bei Dada und seinen Collagen vorgeprägt, der Art, damit umzugehen. Die frühere MTV-Ästhetik von Videoclips, diese zack, 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 all das wurde von sehr braven Leuten wie Sophie Teuber-Arp und Hans Arp, bei Gott, also kein anarchistischer Geist, sondern ein großer Naiver, letztlich wurde da bereits betrieben. Das Interessante und für meiner Meinung nach wirklich das Moderne beim Dadaismus ist jetzt, dass sich unter einem archäologischen Aspekt man von Dada weitaus mehr als von der Moderne, als vom deutschen Realismus, als von der deutschen Romantik, der deutschen Klassik, egal welcher Kunstrichtung, man aus dem Mouvement Dada, wenn man nichts mehr wüsste vom Mensch, man den Mensch an sich, ich glaube, bestens rekonstruieren könnte, in all seinem Triebhaften, in all seinem Widersprüchlichen. Denn da ist das, was Freud zur selben Zeit in Wien betreibt, hier offen ausagiert. Da ist Primitivismus, die Auseinandersetzung mit fremden Kulturen. Da ist Intellektualismus von Stirner bis zu den verschiedensten metaphysischen und philosophischen Richtungen. Da ist Technokratie, wie es der italienische Futurismus mit einbrachte. Da ist all das präsentiert in einem Versuch, aber eine zwar stets illusorische, aber doch erahnbare Mitte zu finden, die zeigt, was hat das alles jetzt mit dem Menschen zu tun. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs hatte sich in Zürich die sprengende Kraft von Dada erschöpft. Dennoch überlebte die Dada-Bewegung bis 1922. Die erste internationale Dada-Messe von 1920 war der Höhepunkt des Berlin-Dada, der auch politisch extremsten Ausprägung des Dadaismus. Tristan Tzara zog nach Paris, wo Dada, so André Breton, wie eine Bombe einschlug und schloss sich den Surrealisten an. Das Cabaret Voltaire war längst geschlossen. Hugo Ball kehrte dem Dadaismus den Rücken zu, zog ins Tessin, heiratete Emmy Hennings und studierte die alten Mystiker. Marcel Janko emigrierte nach Israel, Richard Hülsenbeck in die USA. Die Nationalsozialisten ermordeten Walter Serner in einem Vernichtungslager bei Minsk. 1958 ehrte das Museum of Modern Art Hans Arp mit einer großen Retrospektive. Sehen Sie in unserer nächsten Sendung Zitronen, Kultur und Küche.